Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, da ich auch männliche Zuschauer habe und da ich einen Freund habe und da es auch Männer auf der Welt gibt, gibt es heute einen Männer-Adventskalender und zwar einen Männer-Werkzeug-Adventskalender. Den von Vera habe ich geholt. Ich hole öfters mal Werkzeug-Adventskalender, entweder für meinen Freund oder wie auch immer, für uns. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zu erfahren, was sich in diesen 24 Kläppchen verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Er ist groß, er ist schön, er sieht cool aus. Du hast hier den Weihnachtsmann, der auf einem, ja, würden wir mal sagen, getunten Schlitten durch die Gegend fährt. Er hat natürlich Produkte von Vera in seinem Schlitten und ja, auch ein paar Puppen und Bärchen und hast du nicht gesehen. Das Design gefällt mir wirklich gut. Also das kann man sich sehr schön hinstellen. Es ist sehr schön männlich und was mir halt bei dem Adventskalender auch sehr gut gefällt, ist hinten endlich mal ein Hinsteller. Hinten hast du auch drauf stehen so die verschiedenen Adventskalender, die es die letzten Jahre so gab von Vera. Vera ist eine gute Werkzeugmarke. Also die sind hochwertig, die sind praktisch, aber jetzt nicht so extrem überteuert. Deswegen habe ich den gerne gekauft. Ich werde den jetzt komplett öffnen und dann auch später umfüllen, genau wie auch die Lego Adventskalender für meinen Freund. Weil das ein Kläppchen. Der ist danach zerstört. Okay, ja. Was soll man da noch groß zu sagen? Da ist ein Schneemann, da ist eine Katze, da ist ein Nussknacker. Läuft. Alter, die Nummer 1 ist schon mal riesengroß. Und ist hier drin. Die Kläppchen lassen sich gerade übrigens sehr geil öffnen. Oh, okay. Fällt einiges raus. Und hier haben wir dann direkt auch die Tasche drin, wo du dann die einzelnen Tools nachher reinpacken kannst. Finde ich großartig. Dann hast du hier, ich glaube, das ist, ich weiß nicht, wofür das ist. Das ist nochmal so ein Gegenteil von einem Klettverschluss. Also das ist quasi der Klett und nicht das Mikrofasergedöns. Ich weiß nicht, ob man das noch irgendwo dazwischen packen soll oder so. Aber ne, so ist es auf jeden Fall zu. Und hier werden dann alle Tools, die du hier drin hast, entsprechend reinpassen. Finde ich klasse. Und hier steht auch drauf, Eigenschaften des Klebstoffs. Okay, ja. Herzlichen Glückwunsch. Das kannst du wahrscheinlich auch einfach, genau, du kannst dieses Ding an die Wand kleben, theoretisch, oder wo auch immer du willst. Und dann die Tasche daran befestigen, damit sie hält und nicht verloren geht. Und ich hoffe, dass mein Freund sie nicht verloren bekommt. Wem geht's auch so? Werkzeug geht ständig verloren. Wir sind oben am Renovieren, da macht so ein Ding auf jeden Fall Sinn. Ja, und hier kannst du dann die einzelnen Sachen entsprechend gleich draufsetzen. Das werden wir nachher alles schön befüllen. Das fängt schon mal ganz gut an. Hier haben wir die Nummer 2. Ja, lässt sich 1A öffnen und hier haben wir schon den ersten Bit drin. Das ist ja richtig geil hier drin auch befestigt, das finde ich toll. So schön wird der Adventskalender wahrscheinlich dann nicht werden, den ich für meinen Freund bekomme. Oh, hier geblieben. Nicht runterfallen. Das ist ein ganz normaler Schlitzbit und ja, ne? Kann man auf jeden Fall sehr gut gebrauchen. 0,8, 5,5. So, den können wir als erstes hier reinstecken. Nice. Numero 3 ist da. Oh, die sind echt fest da drin, damit die halt nicht da drin rumfliegen. Und das ist halt bei den Kleinen ganz gut. Und das sieht mir ganz nach, keine Ahnung, nach einem Adapter oder sowas aus. Weil das Stück kannst du quasi dann ja in den Bithalter stecken und hier dann universell noch etwas draufstecken. Ja, läuft. Kann man auf jeden Fall gut gebrauchen. So, das war die Nummer 3. Dann gehen wir zur Nummer 4. Achso, ich habe tatsächlich auch schon mal für ein Unternehmen gearbeitet, das solche Produkte verkauft. Deswegen, 4 ist hier. Deswegen mag ich solche Produkte übrigens auch sehr gern. Ja, eine Nuss haben wir hier drin. Ja, eine ganz normale Nuss mit Hexer, ne? Also das ist halt eine Nuss, die man dann entsprechend für die Knarre nehmen kann. Und das läuft. Das können wir hier draufstecken. Ist das nicht herrlich? Das sieht voll schick aus. Und ja, es ist rosa. Ah, ein bisschen rosa-pink darf auch nicht fehlen. Okay, Entschuldigung. 5. 5 haben wir hier unten. Und das ist ein ganz normaler Kreuz. Ein kleiner Kreuz. Philips Kreuzschlitz oder wie auch immer man das denn nennen mag. Ne? Ja, schön. Klein, aber fein. So darf das sein. Nikolaus haben wir hier. Oh ja. Oh ja, das ist praktisch. Das haben wir auch schon. Kannst du gut gebrauchen. Oder hat das mittlerweile der Papa von meinem Freund? Das weiß ich gar nicht. Das ist einfach ein Flaschenöffner, ne?
Ist hochwertig, ist schön, das kannst du schön benutzen und es sieht halt auch irgendwie echt männlich stylisch aus. Kann man schön im Partykeller legen oder halt ja, auf Festen hinlegen, ne? Läuft. Damit kann man schön Flaschen öffnen. Das ist wirklich sehr, sehr hochwertig, ne? Das ist, glaube ich, Edelstahl dann auch. Und ja, fühlt sich gut an. So, Nummer 7. Ist hier oben geblieben. Ich glaube, da schauen auch Männer zu. Da musst du aufpassen, dass du nicht allzu viel Blitz in dir treibst. Okay, da haben wir Torx. Oh. Nee, Quatsch, ist kein Torx, ist ein Hex Plus. Genau, also der ist dann halt vorne ein bisschen runder. Und ja, ne? Hexagon halt. Größe 3. Schön klein. Die Nummer 8 ist wieder schön groß. Oh ja, endlich! Endlich, endlich, endlich haben wir auch das Tool, um die ganzen Produkte entsprechend zu benutzen. Und zwar ist das hier ein wundervoller Halter. Sieht gut aus, kann man gut halten, kann man gut mitarbeiten, ne? Das gefällt mir, das finde ich schön. Also, ne, da kann man dann entsprechend die einzelnen Bits draufstecken. Das ist schnell, das funktioniert dann ganz gut und dann kann man damit arbeiten. Tuck, tuck, tuck. Weißt du Bescheid? Und dann einfach wieder rausnehmen. Ist praktisch so ein Teil, ne? Ist auch wirklich für die Finger sehr gut geformt. Ich habe wirklich große Finger und ja, gut für Männerhände gemacht, aber auch für Claudi-Hände. Numero 9. Nummer 9. Da oben scheint dann auch wieder ein Bit zu sein. Von der Größe her. Ja. Das ist auch wieder ein Philips Kreuzschlitz. Jo, Größe 1. Schön. Weiter geht die wilde Reise mit der Nummer 10. Es fühlt sich alles auch sehr, sehr wertig und sehr gut an. Das ist halt die gewohnte Vera-Qualität. Übrigens, die Adventskalender kann ich euch auch in dem Sinne ans Herz legen, weil der Wert, der sich darin verbirgt, ist meistens höher als das, was du dafür bezahlen würdest, wenn du es einzeln im Laden kaufen würdest. Aber das ist klar, weil die Masse macht es ja auch irgendwo, ne? Aber es sind halt auch Sachen, die man wirklich gut verwenden kann. Ich kann euch das als Weihnachtsgeschenk bzw. als Vorweihnachtsgeschenk für euren Partner oder für euch selbst auf jeden Fall ans Herz legen. Da ist die Nummer 10. Sehr robuste, dicke Kläppchen sind das übrigens. Ach, schön. Komm her. Steckt gut drin. Und da haben wir einfach mal eine Verlängerung. Ne? Die macht man sich meistens einfach hier rein. Und das sind auch die Teile, die am meisten verloren gehen, muss ich sagen. Die Nummer 11 haben wir hier unten. Eine Nuss. Sehr schön. Was für eine Nuss bist du? Auch eine Hexanuss. Die 13. Jo. Ist jetzt in Türkis. Aber ich glaube, die Farben sind für euch nicht so unbedingt ausschlaggebend. Ne? Ist halt die Größe Nummer 13. Halbzeit. Normalerweise sage ich, bei der Halbzeit muss eigentlich immer was Spektakuläres drin sein. Aber ist es hier jetzt natürlich nicht. Ist auch wieder eine Verlängerung. So schaut sie aus. Und die geht in Torx 40x50 rein. Hier haben wir die Nummer 13. Oh ja. Und da haben wir dieses schmucke Handstück. Auch damit lassen sich hier die Teile entsprechend schön aufnehmen. Ist magnetisch, wie auch sonst. Und weiter geht die wilde Reise mit der Nummer 14. Wieder eine Nuss. Oh, die sind echt gut drin, die Sachen. So. Da haben wir die Größe Nummer 10. Jo, ne? Wieder eine Hexeröffnung und hinten halt zum Haltern. Für die Halterung, genau. Die Nummer 15. Achso, und somit haben wir die ganzen Nüsse scheinbar komplett, denn in dem Täschchen ist alles komplett. Ja, da haben wir wieder ein Hexagon. Genau. Das ist die Größe Nummer 4. Ja, so langsam füllt sich hier dieses Portfolio in diesem Täschchen. Das finde ich schön. So, jetzt suchen wir die Nummer 16. Die haben wir hier oben. Oh ja, das ist wieder ein Kreuz. Die Nummer 2 haben wir hier. Das ist ein Putzi-Dreif, genau. Genauso auch wie übrigens der Einser hier. Ne? Das ist beides Putzi-Dreif. Die Nummer 17 haben wir hier oben. Oh, da haben wir gleich zwei drin. Zwei Verlängerungen. Das ist ja super.
Das ist einmal mit einem Hexer, die Nummer 4. Und dann haben wir hier die Nummer 25, ein Torx. Finde ich cool, dass die zusammen dann in einem drin sind, ne? Das wäre fast schon auch so ein Halbzeitprodukt ganz gut gewesen. So, die kommen dann hier mit rein. Hier haben wir die Nummer 18. Die ist wieder klein, scheint dann wieder ein Dritt zu sein. Genau, das müsste auch ein Torx sein. Ein 25er Torx, so. Genau, kann man gut gebrauchen. Also da, ich sag mal so, mit diesem Set, was du hier hast, kannst du auch für den Heimwerkerbedarf dich sehr, sehr gut ausstatten. Ne? Also das muss man wirklich sagen. Und das hier ist ein 25er Torx Antrieb. Hier unten haben wir die Nummer 19. Oh ja. Das ist auch wieder ein Hexer in der Größe 5. Dann haben wir von den Hexas die 3, 4 und 5. Dann gehen wir in die Nummer 21. Dann haben wir wieder ein Torx. Eine Verlängerung. Das ist eine Nummer 30. Die Nummer 22. Oh ja. Wieder ein Hexer. Und das ist eine Verlängerung. Hexer 5er. Echt hochwertiges Zeug, ne? 4 und 5 hast du dann von den verlängerten Hexas. So. Jetzt sind wir am Tag vor Heiligabend. Oh, und da haben wir direkt 2 Bits drin. Na komm, na komm, na komm. Ups, da haben wir ein 20er Torx mit drin. Und einen Philips Kreuzschlitz in der Größe 2. Die 24 müsste jetzt ja einiges beinhalten, weil ich da doch noch ein paar leere Fächer drin habe. Also mir würde quasi noch irgendwie ein Bit fehlen, um das Ganze komplett zu machen. Dann muss ich gucken, wofür diese 2 Laschen, die da sind, da sind. Aber das sehe ich dann ja am Ende. Und nee, hier haben wir einen Korkenzieher. Okay. Oh, ich habe die Nummer 20 vergessen, Leute. Klar, ja, da haben wir dann auch den Torx drin, den ich vermisst habe. Und zwar den 15er. Mensch, sowas aber auch. Und ja, ein Korkenzieher, ne? Das ist für die Weinliebhaber, das ist dann für die Bierliebhaber oder für Flaschenproduktliebhaber. Auch wieder hier in diesem Design, was ich richtig witzig finde. Also, ne, da bist du echt der Held auf jedem Weinfest, wo Männer mit dabei sind quasi. Okay. Ich versuche mal die Tasche hier so entsprechend zu füllen. Ja, also ich meine, das sind Gimmicks, ne? Die beiden sind dann von der 6 und von der 24. Finde ich cool, dass es wirklich 2 Highlight-Produkte sind. Und die Tasche, die wir hier haben, ist jetzt auch komplett gefüllt mit allem, was man wirklich so braucht. Und das finde ich richtig toll, das finde ich klasse, das gefällt mir. Das ist eine schöne Sache, die man dann auch wirklich dem Freund gut schenken kann. Ach so, wenn man die Dinger hier dreht, dann... Ah, klack. Klack, dann hält das und dann kann man theoretisch so machen. Ja, krass. Kannst du sogar über Kopf halten. Sehr schön. Das ist toll, ne? Ein schönes Case, was man dann auch schön mitnehmen kann. Gefällt mir. Ja, cooler Adventskalender. Da wird sich mein Freund wirklich drüber freuen, dass ich ihm das dann entsprechend schenke. Und ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Adventskalender-Unboxings von 2019. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und das vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!